Das ist vielleicht ein Wundertier. Es lebt wie der Rochen in den Flüssen des südamerikanischen Dschungels. Der Zitteraal kann starke Stromstöße erzeugen. Er sieht aus wie eine Seeschlange, aber er ist ein richtiger Fisch. Zitterale können fast 2,5 Meter lang werden. Alexander von Humboldt verbot mir, den Tieren zu nahe zu kommen. Er hatte nämlich Angst, dass ich als Kind die Stromschläge nicht überleben würde.